Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bookopolis. Und heute habe ich für euch meinen Lesemonat für den Februar und wenn ihr interessiert seid, dann bleibt doch gerne dran. Heute möchte ich mit den Rezensionsexemplaren beginnen, weil ich hiermit auch meine Rezension einbinden werde und keine extra Rezension hochladen werde. Und deswegen beginne ich mit dem ersten Rezensionsexemplar, das ich im Februar gelesen habe. Und das ist Feuerblut, der Schwur der Jagdlinge aus dem Dragonfly Verlag von Aisling Fowler. Das ist der erste Band einer Reihe. Wie viele Bände es jetzt anschließend werden, kann ich euch leider nicht sagen. Dieses Buch ist für 14 Euro in Hardcover erschienen und das Rezensionsexemplar habe ich von der HarperCollins Verlagsgruppe zugeschickt bekommen. Bei diesem Buch handelt es sich um ein Kinder-Jugend-Fantasy-Buch. Ja, ich würde so sagen ab 12 Jahren. Ich fand die Geschichte super interessant und ich erzähle euch ganz kurz, worum es geht. Hier geht es um 12 und die Kinder bzw. ja, Kinder, Jugendliche im Alter von, ich glaube 12 ist 13 Jahre alt. Sie hat ihre komplette Familie verloren durch einen bestimmten Clan und ist deswegen anschließend bei der Jägerloge gelandet. Und bei der Jägerloge ist das so, dass du deine komplette Vergangenheit vergessen musst und nie wieder darüber reden darfst und deswegen auch deinen Namen ablegen musst. Und aus dem Grund bekommen die Schüler, die Jagdlinge bekommen praktisch eine Nummer als Name und dürfen sich dann, wenn sie vollwertige Jäger sind, anerkannte Jäger nach ihrer Prüfung, dürfen sie sich einen neuen Namen aussuchen. 12 begleiten wir hier. Sie ist wie gesagt 13 Jahre alt und wird von der Gruppe so ein bisschen gehänselt, gemobbt und arbeitet dann hier auch ganz am Anfang bei einer Aufgabe mit einem Mädchen, die 7 heißt und etwas jünger ist als sie, zusammen. Und dieses Mädchen wird noch mehr gemobbt, denn sie stottert ein wenig und ja, dadurch, dass sie klein und zierlich ist und nicht so richtig hinkriegt, wird sie halt ständig ausgegrenzt. Dann geschieht es, dass die Loge überfallen wird von Kobolden. Ich glaube, es waren Kobolde. Ja, Kobolde. Also wir haben hier auch jede Menge unterschiedliche Wesen. Aber dazu komme ich später noch einmal. Von Kobolden wird die Loge überfallen und 7 wird entführt. So, jetzt beschließt 12, dass sie das nicht auf sich sitzen lassen kann und dass das nicht geht und dass sie doch irgendwie so eine Bindung zu 7 entwickelt hatte, beschließt sie, 7 zu retten und das ohne die Loge irgendwie um Erlaubnis zu bitten. Und somit, ja, kommt sie, also beginnt ihr Abenteuer. Das Buch ist in einer fantastischen Welt angesiedelt. Es ist sehr winterlich hier bei dem Setting. Und wir haben hier unterschiedliche Wesen. Wir haben so Feuergeister, Feuerwesen, wir haben Kobolde, wir haben Hexen, wir haben unterschiedliche andere Völker, Riesenspinnen. Also es ist super, super schön, dass es so viele verschiedene Wesen gibt. Und es ist, wie gesagt, der erste Band. Wir bekommen nur einen kleinen Einblick in die Geschichte. Ich finde, dass das alles hier sehr gut umgesetzt wurde. Der Schreibstil ist super leicht, super fantastisch und ich mochte 12 sehr gerne, denn sie ist kein bequemer Charakter. Sie hat Ecken und Kanten, sie hat ein bisschen so ein bisschen, gibt ständig Widerworte und ist so ein bisschen patzig und das mochte ich an ihr sehr gerne. Es ist wirklich eine tolle Geschichte, die man sehr schön mit seinen Kindern zusammenlesen kann. Aber auch, die Kinder können das ruhig selber lesen. Aber ich fand es auch sehr interessant. Habe diesem Buch anschließend auch 4 Sterne gegeben. Ich mochte es, 12 auf ihrem Weg zu begleiten. Und wir haben am Ende keinen richtigen Plot-Twist. Es gibt so einen, sozusagen so einen leichten Abschluss. Aber wir wissen, dass also sehr viele Fragen werden aufgeworfen, die nicht beantwortet werden. Und dadurch kann man auch deutlich erkennen, dass es jetzt auf jeden Fall weitergehen wird mit der Geschichte. Und ich fand das Buch super spannend, kann es sehr, sehr empfehlen. Und ja, wer gerne mit seinen Kindern etwas Schönes, Fantastisches lesen möchte, greift gerne dazu.
War sehr schön und ich mag auch das Cover sehr gerne. Machen wir weiter mit dem nächsten Rezensionsexemplar, das ich von der Penguin Random House Verlagsgruppe zugeschickt bekommen habe. Und hier handelt es sich um den dritten und abschließenden Band der Wayfarer-Saga, Der Klang des Feuers von C.E. Bernard. Erschienen ist das im Penhaligon Verlag und hat 15 Euro in broschierter Ausgabe gekostet. Das Besondere an diesen Büchern ist, dass wenn man alle drei hat, dass sie ein schönes Bild ergeben. Und ich mag die Farben auch hier sehr gerne und ich kann jetzt nicht 100% auf die Geschichte eingehen. Ich versuche es ein bisschen zu umreißen, dadurch, dass es halt der dritte und abschließende Band der Reihe ist. Was ich aber sagen kann, ist, es war ein würdiges Ende. Hier handelt es sich auch um eine High-Fantasy-Geschichte. Und wir begleiten hier eine Gruppe von Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und auch Tieren auf ihrem Weg, das Land vor den Schatten zu befreien. Im ersten Band treffen wir schon auf die Schatten und sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt und töten jedes Leben, das es gibt. Und somit versuchen wie die Protagonisten hier, das ist eine Bardin und ein Wanderer, die versuchen, eine Lösung zu finden, um diese Schatten zu besiegen. So, und hier geht es im dritten Band natürlich weiter mit der Geschichte. Hier passiert auch alles Schlag auf Schlag. Also man hat das Gefühl, dass im zweiten Band man nicht wirklich weiterkommt in der Reise, denn es kommen so ein paar neue Aspekte dazu, die aber auch sehr interessant sind und die ich keinesfalls langweilig fand. Aber im dritten Band geht es dann wirklich wieder weiter mit dem eigentlichen Ziel, was sie haben. Das Besondere an diesem Buch ist, wir begleiten die Protagonisten, die wir in den ersten zwei Bänden als Gruppe kennengelernt haben, auf getrennten Wegen. Denn was kein Spoiler ist, was ich euch sagen kann, sie müssen drei Türme finden und diese Türme sind an unterschiedlichen Orten und deswegen wird die Gruppe ist die Gruppe gezwungen, sich aufzuteilen, weil die Zeit knapp wird und sie ganz schnell diese Lösung finden müssen. Auf jeden Fall ist die Reise super spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass die ganzen Fragen, die aufgeworfen wurden und dass das alles in, ich glaube, knapp 400 Seiten, ja, ein bisschen mehr als 400 Seiten, reinpassen soll und wie das passieren soll. Es ist eine wirklich rasante Schreibart, die wir hier haben. Es ist sehr malerisch und poetisch, das müsst ihr wissen, aber das wissen die meisten, die den ersten Band gelesen haben, ja bereits. Der Schreibstil ist sehr rasant, es passiert ständig etwas. Wirklich die ganze Zeit, in jedem Kapitel passiert irgendwas, aber es fühlt sich nicht nach zu viel an. Also wir kommen wirklich hier sehr schnell voran, ohne das Gefühl zu haben, dass uns Sachen entgehen. Ich finde das super, super schön, wie das hier geschrieben wurde und dass wir auch keine Längen haben. Das hat mir sehr gut gefallen, aber dass es, wie gesagt, auch nicht zu schnell war. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der letzte Band, dadurch, dass so viele Fragen aufgeworfen wurden, ein bisschen untergehen wird. Meine Ängste waren unberechtigt. Ich mochte den Teil super, super gerne. Es war ein würdiges Ende und ich habe die Reihe komplett geliebt. Der erste Band, glaube ich, dem habe ich 4 Sterne gegeben, aber Band 2 und Band 3 waren bei 5 Sternen. Ich habe nichts an der Geschichte auszusetzen. Ich mochte die Charaktere, weil sie unterschiedlichen Alters waren, unterschiedlichen Geschlechts. Es gab besondere Fähigkeiten. Es gab verschiedene Sprachen. Man konnte auch mit Tieren sprechen, mit dem Wasser sprechen, mit Feuer sprechen. Es ist so magisch gewesen und so bezaubernd mit dem Schreibstil zusammen. Es hat einfach alles zusammengepasst und deswegen ist das die komplette Reihe eine absolute Empfehlung. Ich kann euch auch mal ganz kurz die anderen Bände zeigen. Die habe ich auch alle als Rezensionsexemplar bekommen. Der erste Band ist Das Lied der Nacht und das hat auch eine super, super schöne Farbe. Ich mag ja Blau-Türkis sehr gerne. Und hier haben wir Band 2, Das Flüstern des Zwielichts, auch sehr, sehr schön. Und wie gesagt, Band 3, Der Klang des Feuers. Ich kann euch auch versuchen, mal die Bücher nebeneinander zu halten. Ich versuche es, Moment, dass ihr das ungefähr sehen könnt, dass die Cover halt zusammenpassen und dass das so ein gesamtes Bild ergibt. Und das Besondere und das Tolle auch ist, dass wenn man sie ins Regal stellt, dass auch die Buchrücken nochmal ein Bild ergeben, wenn ihr das sehen könnt. Ich glaube, es ist sogar dasselbe, wenn ihr das hier sehen könnt. Super tolle Reihe, absolute Empfehlung.
Auch wenn ihr jetzt die andere Reihe von ihr gelesen habt und sie nicht so gut fandet, der Schreibstil ist hier ein komplett anderer und die Geschichte ist auch komplett anders, habe ich mir sagen lassen. Ich habe nämlich den dritten Band im Buddyread gelesen und mit der Booktuberin, mit der ich das gelesen habe, die hat die andere Reihe von 700 auch gelesen, hat sie nicht so gern gemocht, aber die Reihe hat sie geliebt, also wirklich eine absolute Empfehlung. Kommen wir zu den E-Books, die ich gelesen habe im Februar. Und da habe ich auch zwei Stück gelesen und eins davon auch im Buddyread mit Clara von Karisama. Ich verlinke euch wie wieder die Kanäle alle in der Infobox. Und mit ihr habe ich zusammen das italienische Mädchen gelesen von Lucinda Riley. Ich habe mit ihr auch damals schon das Schmetterlingszimmer gelesen von Lucinda Riley und habe es sehr, sehr gerne gemocht. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten noch ein Buch gemeinsam von Lucinda Riley lesen und haben uns jetzt für das italienische Mädchen entschieden. Und ja, in dem Buch Das italienische Mädchen geht es um Rosanna. Am Anfang des Buches ist Rosanna 10 Jahre alt. Sie singt leidenschaftlich gern und hat eine wunderschöne Stimme. Auf einer Jubiläumsfeier, also einer Hochzeit, Jubiläumsfeier von den Freunden ihrer Eltern, trifft sie auf Roberto. Das ist der Sohn des Paares, das sein Jubiläum feiert, und er ist, glaube ich, in dem Fall schon 20 oder 21 Jahre alt, hat sein Musikstudium praktisch fast hinter sich oder sogar schon hinter sich und kann auch super schön singen und singt, glaube ich, auch auf der Hochzeit. Und Rosanna ist sofort total verknallt in ihn. Und dann wird auch Rosanna gebeten zu singen, und als sie singt, verliebt sich Roberto sofort in ihre Stimme. Somit empfiehlt er sie weiter an seinen ehemaligen Gesangslehrer, und dort geht sie dann auch in den Unterricht und lernt zu singen, und somit nimmt ihre Karriere so einen Lauf. Dann geht es weiter. Jahre später treffen Rosanna und Roberto wieder aufeinander, wo Rosanna dann schon ihr Debüt hinter sich hat und langsam erfolgreich wird. Und sie treffen wieder aufeinander und dann entsteht eine Liebesgeschichte. Mich hat das Buch total angesprochen durch den großen Altersunterschied und dadurch, dass er sie praktisch auch als Kind kannte. Und ich habe da gedacht, okay, das könnte sehr skandalös sein. War es im Endeffekt nicht ganz, also zumindest nicht aus denselben Gründen, denn Roberto ist ein sehr, ja, ich würde schon sagen, fast narzisstischer Charakter und sehr ich-bezogen und weiß auch, dass er gut aussieht, dass er sehr erfolgreich ist mit Gesang, und natürlich liegt ihm die Frauenwelt zu Füßen, und dementsprechend, ja, behandelt er Rosanna nicht unbedingt immer so gut, wie sie es verdient hätte. Das ist das Interessante an der Geschichte. Leider hat mir hier so ein bisschen der Bezug zur Familie gefehlt. Wir begleiten hier wirklich den Großteil des Buches Rosanna und Roberto in ihrer Beziehung und wie sie eine Familie gründen. Aber wir haben nicht diesen Bezug zu den Eltern von Rosanna oder Eltern von Roberto. Die werden wirklich nur ganz selten angeschnitten, genauso wie die Geschwister, beziehungsweise ja, die Geschwister von Rosanna, wobei ihr Bruder Luca noch relativ häufig erwähnt wird. Aber da fehlt mir auch dieser Bezug zur Familie, was ich in Das Schmetterlingszimmer von Lucinda Riley so, so sehr gemocht habe. Und ich habe mich halt auch auf sowas eingestellt, und das hat mir sehr gefehlt. Außerdem war Roberto ein sehr anstrengender Charakter, und deshalb, ja, fand ich das Buch nicht ganz so gut. Ich habe dem, glaube ich, 3, 3,5 Sterne gegeben. Ja, es war ganz okay. Es hat Spaß gemacht, vor allem weil der Schreibstil von Lucinda Riley einfach super ist. Aber ich glaube, ich kann mich auch erinnern, gehört zu haben, dass das Buch ein etwas älteres Werk von ihr ist. Also dementsprechend, sie hat sich ja entwickelt. Und ja, es ist trotzdem eine Leseempfehlung für alle, die gerne die Romane von Lucinda Riley lesen. Die Erfahrung ist es wert, auf jeden Fall, aber es ist einfach kein Highlight. Also mir hat es nicht ganz so gut gefallen. Leider konnte es mich nicht 100% überzeugen. Dann habe ich weitergemacht mit meiner Reihenabbau-Challenge und habe den vierten Teil der The Baileys-Reihe gelesen, und zwar Falling for My
Brother's Best Friend, so hieß er genau. Ich blende euch wieder das Cover ein. Hier begleiten wir auf jeden Fall Savannah und sie ist eine der älteren Bailey-Geschwistern und sie hat auch den Firmensitz übernommen, nachdem die Eltern durch einen Unfall verstorben sind und hat sich auch viel um die Familie gekümmert. Und dadurch, dass sie halt ständig diesen Druck hat, alles richtig machen zu müssen, für ihre Familie zu sorgen, nimmt sie sich immer viel zu sehr zurück und auch was Liebe betrifft. Und sie hat aber schon lange so eine Bindung zu dem besten Freund ihres Bruders Denver. Leider fällt mir gerade beim besten Willen der Name nicht ein. Hieß er Lowen? Es kann sein, dass er Lowen hieß, aber ich weiß es leider nicht mehr. Auf jeden Fall ist sie total, also die fühlen sich zueinander hingezogen und dadurch, dass bei Savannah dann ein Rohrbruch zu Hause praktisch ist oder irgendwas ist. Auf jeden Fall, die Handwerker müssen zu Hause irgendwas machen bei ihr und sie muss für mindestens 2 Wochen aus der Wohnung ausziehen und zieht dann zu Denver und er wohnt ja zusammen mit seinem besten Freund. Und so kommen die öfter ineinander. Also mir hat der Band ganz gut gefallen. Ich glaube, ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Mir hat da so ein bisschen dieses, dadurch, dass sie sich schon so lange kannten und dadurch, dass da halt schon die ganze Zeit diese Spannung da war und sich das nicht erst so aufgebaut hat, war es für mich ein bisschen, es hatte ein paar Längen. Also ich musste wirklich, manchmal habe ich gedacht, komm, wann geht's endlich voran mit den beiden? Also es hat sich wirklich, wirklich etwas gezogen und das habe ich nicht so sehr gemocht. Aber 4 Sterne waren es auf jeden Fall, denn es war wieder total cozy. Ich konnte mich total zurücklehnen, entspannt das Buch lesen, ohne irgendwie große Herausforderungen groß zu hinterfragen und nachzudenken. Es ist wirklich ein Wohlfühlbuch gewesen. Ich mochte wieder dieses Kleinstadt-Feeling und jeder kennt jeden. Und ich fand das super, super schön und freue mich auch weiter in der Reihe lesen zu können. Und ja, war wirklich wieder aber ein tolles Buch. Dann habe ich einen Manga gelesen und zwar Your Name. Das ist die Luxury Edition, die im Egmont Verlag erschienen ist. Ich habe dieses Buch bei Hanna gesehen und wollte es dann auch unbedingt haben. Es ist eine super, super schöne Auflage. Hier sind alle 3 Bände enthalten und deswegen habe ich es dann auch gekauft. Das ist Hardcover und kostet 25 Euro, also sind wirklich alle 3 Bände drin. Und ich habe diesen Anime so, so sehr geliebt. Ich war zu Tränen gerührt, mich hat die Geschichte so überzeugt. Und als ich das gesehen habe, dass das als Luxury Edition verfügbar ist, war klar, ich muss sie haben. Und dann habe ich sie auch gelesen. Ich glaube, das ist auch das Buch, das ich im Januar in den Neuzugängen vergessen habe zu erwähnen. Denn ich hatte ja 2 Bücher vergessen. Das eine habe ich jetzt im Februar erwähnt, das andere ist mir nicht mehr eingefallen. Und ich glaube, das war das hier. Das hatte ich vergessen zu zeigen. Das ist im Januar bei mir eingezogen. Und jetzt habe ich es auch fertig gelesen. Ich glaube, ich habe im Januar den ersten Band gelesen und die 2 anderen Bände dann im Februar, genau. Das Schöne ist auch, dass wir hier immer zwischendrin so Farbseiten haben. Sehr schön aufgemacht. Ich habe mich sehr darüber gefreut und dann ist es halt wirklich ein Manga. Und jedes Mal, wenn praktisch ein Band fertig ist, haben wir dann nochmal so eine Farbseite oder 2. Immer sehr, sehr schön aufgemacht. Ich liebe diese Geschichte. Bei Your Name geht es um Mitsuha und sie lebt in einem Dorf in den Bergen und um Taki. Und er lebt in Tokio. Und beide tauschen plötzlich ihre Körper. Also beide wachen auf und wachen in dem Körper des jeweils anderen auf und sind erstmal total schockiert und freuen sich aber, dass sie dieses Leben ausprobieren können. Und so lernen die beiden sich kennen und dann passiert, da möchten beide sich auch treffen und merken, dass sie es nicht hinkriegen. Irgendwie verpassen die sich und die verstehen nicht, wieso. Aber wenn ihr genaueres wissen wollt, dann ja, ihr müsst das einfach lesen. Ich will euch wirklich nicht zu viel verraten. Es ist super emotional, super traurig und es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, aber wirklich, 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 wirklich schön. Also, wenn ihr Mangas lest, dann probiert es aus. Und wenn ihr Mangas nicht so gerne lest, beziehungsweise noch gar nicht gelesen habt, dann probiert es trotzdem aus, denn es ist wirklich nicht so wie die typischen Mangas. Es ist eine sehr tolle Geschichte. Und wenn ihr sagt, nee, kann ich gar nicht, will ich nicht, dann guckt euch auch bitte wenigstens den Anime an. Also Your Name, wirklich, wirklich toll. Und kommen wir schon zu dem letzten Buch, das ich im Februar gelesen habe. Und zwar
Von Sarah J. Maas, Das Reich der Sieben Höfe, Silbernes Feuer. Ich habe mich ja so auf diese Geschichte gefreut und als ich angefangen habe zu lesen, war ich wirklich, es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Denn mit Das Reich der Sieben Höfe hat ja meine Lesesucht begonnen. Und deswegen ist das für mich wirklich eine Herzensgeschichte und jedes Mal, wenn ich wieder in die Welt von Velaris nach Prithian abtauchen kann und zu den High Fae und den ganzen Charakteren Nesta, Elaine, Recent, Farah, Cassian, Ezreal, Morrigan, also wenn ich zu den allen zurückkehren darf, dann ist das für mich immer ein ganz, ganz besonderes Gefühl und auch dieser Band war so, so gut. Hätte ich nicht erwartet. Also ich war ein bisschen skeptisch. Nachdem ich dann aber diesen Reread hatte, habe ich diese Anzeichen auf die Geschichte hier zwischen Nesta und Cassian erkannt oder habe mich erinnert und habe dann auch im vierten Band nochmal, wirklich, da wird mir ja auch auf die beiden vorbereitet und dann hatte ich so große Lust, das zu lesen und deswegen habe ich auch im Februar natürlich direkt zu dem Buch gegriffen und es war wunderbar. Denn Nesta ist ein Charakter, sie ist gemein, sie ist böse, sie hat so viel durchgemacht in ihrem Leben, ist so verletzt und sie kann auch einfach sich selbst nicht die Liebe, sie hat halt das Gefühl, dass sie diese Liebe, die sie bekommt, nicht verdient hat und versucht halt, sich selbst und alles Gute in ihrem Leben zu zerstören und dadurch, dass sie so ein schwieriger Charakter ist und Cassian, der Good Boy, wie er im Buche steht, wirklich. Also diese zwei unterschiedlichen Welten, die aufeinander prallen, das war Wahnsinn. Also wirklich, ich habe es wirklich sehr, sehr geliebt. Ich mochte Nesta und ich mochte auch, dass ihre Entwicklung so langsam vorangeschritten ist und dass auch wir gemerkt haben, also dass sie, selbst wenn sie mal zwei, drei Schritte vorwärts gemacht hat in ihrer Entwicklung, dass sie dann auch mal wieder Rückschritte gemacht hat. Denn das ist absolut normal und total üblich. Und ich mochte das, dass sie ein Mensch oder ein Fae ist, voller Fehler und trotzdem dieses Liebenswerte hat und dass man sie halt einfach auch nicht aufgeben will. Und ja, ich mochte wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Der Schreibstil ist halt wieder on top. Das ist Sarah J. Maas. Für mich gibt es nichts Besseres, was im Fantasy-Bereich ist. Also es gibt schon also gute Sachen, aber Sarah J. Maas ist halt einfach mein Herz. Da kann ich nichts anderes darüber sagen. Wirklich sehr, sehr toll. Kann ich wirklich empfehlen, die Reihe weiterzulesen. Auch wenn Band 4 vielleicht einem nicht so gut gefallen hat. Denn Band 4 ist ja auch nur eine Novelle und kann ja nicht wirklich als richtiges Buch oder Roman anerkannt werden. Denn es ist ja nur so ein Zwischenband, der so ein bisschen auf den hier vorbereiten soll. Super, super tolle Geschichte. Absolute Empfehlung. So, das sind die wenigen Bücher, die ich gelesen habe im Februar. 4 Stück plus 2 E-Books. Also der Februar war nicht ganz so gut, aber ich bin sehr optimistisch, was den März angeht. Wobei der Anfang auch nicht so gut war, aber es geht langsam voran. Was euch aufgefallen ist, ich habe keins der Bücher gelesen, die ich gezogen habe. Kommen wir jetzt auch zu der Subclass-Challenge. Ich ziehe immer am Ende des Lesemonats noch zwei Bücher, die ich im Monat danach lesen möchte. Also in dem Fall jetzt für März, genau. Aber da der März jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist und ich noch die zwei Bücher aus dem Monat Februar nicht gelesen habe. Also ich rede von Knight of Crowns und Götterherz. Die beiden habe ich leider noch nicht gelesen. Kam einfach nicht dazu. Es tut mir auch super leid, aber die Bücher liegen schon so lange hier. Naja, ich kam nicht dazu. Deswegen wandern die auf die Leseliste für den März. Das werdet ihr aber dann sehen, wenn ich euch mein Currently Reading abdrehe. Das heißt, wir ziehen wieder zwei neue Bücher. Ich bin gespannt, welche Bücher das werden. Jetzt sind es dann 4 Bücher, aber ich bin sehr optimistisch, denn ich habe mir im März keine große Leseliste vorgenommen. Und deshalb könnte ich es schaffen. Sollte ich es nicht schaffen, werde ich dann die Bücher halt in den April mitnehmen müssen. Aber ich möchte nochmal ziehen und das machen wir jetzt auch zusammen. Hier ist mein Subglas. Ich mische wieder. So. Zettel Nummer 1. Ich bin super gespannt. Ich freue mich immer riesig darauf. Okay, ich habe Caraval gezogen. Ich freue mich drauf.
Okay, das ist jetzt gerade nicht hier. Das habe ich nämlich schon neben meinem Bett an meinen Bücherwagen gestellt, in meinen Bücherwagen gestellt, denn das ist ein Buch von meiner 21, nee, 12 für 21, 12 für 22 Liste. Deswegen ist das schon an meinem Bett. Dann werde ich das mir jetzt hoch auf meine Leseliste legen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Die Reihe wollte ich schon die ganze Zeit lesen und ich habe so viel Gutes darüber gehört. Dann mache ich das wahrscheinlich auch jetzt, also hoffe ich. Jetzt den Monat. Und wir ziehen den nächsten Zettel. Nee, wir nehmen dich hier. So. Die Rote Königin. Zwei Reihenanfänge. Super. Aber die Rote Königin wollte ich ja schon ewig lesen. Und die Rote Königin steht aber in einem anderen Regal. Das kann ich euch jetzt auch nicht zeigen. Das heißt, ich blende euch die Bücher ein. Die zwei Bücher wandern noch mit auf meine Märzleseliste. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wenn nicht, werde ich sie in den April übernehmen. Sollte ich jetzt im April, also sollte ich jetzt Knight of Crowns, Götterherz und die zwei Bücher, die ich jetzt nochmal gezogen habe, nicht gelesen haben bis April, werde ich im April nicht ziehen und werde die vier Bücher auf jeden Fall Vorrang geben. Sollte ich aber jetzt zwei wenigstens schaffen, werde ich nächsten Monat wieder ziehen. Sollte ich nur eins schaffen, werde ich nächsten Monat einziehen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, das war's mit meinem Lesemonat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns dann ganz bald bei meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!